Trade-in-Services-Agreement, also eine Vereinbarung über den Handel von Dienstleistungen, deckt viel mehr ab als Handel und viel mehr als Dienstleistung. Der Name ist bereits Betrug. Das klarzumachen, wird ansetzen an der Frage, die wir vorher hatten, wie können wir überhaupt noch mobilisieren in der Zukunft gegen diese internationalen Freihandelsabkommen. Zunächst ein paar ganz grundsätzliche Überlegungen. Alle beteiligten Regierungen, das sind 50, die zurzeit diese globale Vereinbarung verhandeln, alle beteiligten Regierungen müssen diese Texte offenlegen. Sie müssen ihren Gesellschaften gestatten, der Zivilgesellschaft ebenso wie den gewählten parlamentarischen Vertretern, offen Pro und Contra zu diskutieren. Und schließlich, das hatten wir in der vorherigen Runde, absolut unakzeptabel für uns und nicht nur für uns, das ist die breite öffentliche Meinung, ist die Maßgabe, dass Investoren, Staaten, gewählte Vertreter ihrer Bevölkerung vor geheimen Schiedsgerichten verklagen können. Hier wird Demokratie grundsätzlich ausgehebelt. Das ist der entscheidende Punkt. Ein Angriff auf Prinzipien der Demokratie. Die Internationale der öffentlichen Dienste ist überzeugt, dass öffentliche Dienstleistungen, die die Gesellschaft braucht, in kein Handelsabkommen gehören. Grundsätzlich nicht. Sie dürfen in keinem Handelsabkommen verhandelt werden. Und diese Position, die wir haben, wird unterstützt vom Europäischen Gewerkschaftsbund und vom AFL-CIO, dem Gewerkschaftsbund der Vereinigten Staaten, die in einer gemeinsamen Erklärung diese Position gegenüber den G20-Regierungen vertreten haben. Warum? Weil nur reiche Menschen sich einen Staat leisten können, indem sie die Dienstleistungen, die sie brauchen, kaufen können. Für sie spielt es keine Rolle, ob eine Dienstleistung privatisiert oder sich in öffentlicher Hand befindet. Das Ziel von TISA ist natürlich die Privatisierung von öffentlichen Diensten, den Zugang von Privatkonzernen zu diesen Diensten. Das können sich nur die Reichen leisten. Der Markt hat kein Interesse daran, dass zum Beispiel Mietpreisbremsen von demokratisch gewählten Vertretern beschlossen werden. Der Markt hat kein Interesse an Arbeitsschutz, an Umweltschutz, an Verbraucherschutz. Und all diese Fragen werden von TISA behandelt. TISA hat genau die Absicht, diese Dienstleistungen den öffentlichen Händen sozusagen aus der Hand zu winden. Die Vertreter von TISA sagen, durch die Unterschrift unter diesen Vertrag wird kein Staat gezwungen zu privatisieren. TISA allerdings fördert die Privatisierung. Und TISA sieht vor, dass private Konzerne Entschädigungen verlangen können, beispielsweise, ich nenne jetzt hier als Beispiel nur einen einzigen Fall, wenn öffentliche Dienste aus Steuergeldern Förderung bekommen, dann argumentieren die Vertreter der privaten Konzerne, das sei ein Wettbewerbsnachteil für sie und das müsse durch Zahlungen an sie ausgeglichen werden. Wenn wir heute in der Lage sind, im öffentlichen Nahverkehr Zusatz oder in der Energieversorgung bei irgendwelchen Stadtwerken Einnahmen dazu zu verwenden, dass wir heute noch Bibliotheken finanzieren können oder Schwimmbäder oder spezielle Versorgung für Behinderte, dann ist das im Sinne von TISA ein Wettbewerbsnachteil, der diejenigen schlechter stellt, die diese Dienste privat anbieten möchten. Ich sitze ja hier als Gewerkschafter und als Bürger sowieso. TISA wird zur Überraschung vieler Auswirkungen haben auf Arbeitsmigranten. Was hat das mit Handel zu tun? TISA sieht vor, dass Menschen, die für ein ausländisches Dienstleistungsunternehmen tätig sind, in ein fremdes Land geschickt werden dürfen. Und dafür setzt TISA ganz bestimmte Regeln, nämlich nach der Dienstleistung, die sie vollbracht haben in dem Land, müssen sie danach das Land wieder verlassen.
als demokratisches Land haben wir bisher die Möglichkeit, selber zu entscheiden, oder unsere gewählten Vertreter, ob jemand Bleiberecht hat und so weiter und so weiter. Als Gewerkschaftsorganisation sind wir davon überzeugt, dass die internationalen Rechte von Arbeitnehmern, wenn international definiert werden sollen, dann allenfalls in der internationalen Arbeitsorganisation, wo Gewerkschaften mit am Tisch sitzen. Wie kann denn das Teil eines Handelsabkommens sein, den Aufenthalt, die Bleiberechte von Arbeitern und Arbeiterinnen zu bestimmen? Der Name TISA ist Betrug. Es handelt sich in weiten Bereichen um die Übernahme politischer Macht durch Konzerne. Also Martin Beckmann von Verdi. Was wird bei Verdi und darüber hinaus, wenn du es sagen kannst, im DGB hierzu diskutiert? Wir haben gehört von der Vereinbarung, die der Wirtschaftsminister Gabriel mit dem DGB-Vorsitzenden mit Blick auf TTIP getroffen hat. Das klingt sehr ambivalent, um es vorsichtig auszudrücken. Wie sieht das mit TISA aus? Also wenn die Frage gestellt wird, und ich habe mir natürlich gedacht, dass die Frage gestellt wird, die muss gestellt werden, die passt mir insofern auch ganz gut in den Kram, weil wir natürlich tatsächlich, wir diskutieren hier nicht nur TISA, wir diskutieren über TTIP, TISA, CETA. Und das ist sozusagen, das gehört zusammen inhaltlich, ja. Und was diese Vereinbarung angeht, also da muss man, also wirklich, darf man irgendwie nicht einem wirtschaftsliberalen Redakteur der Süddeutschen Zeitung auf den Leim gehen. Diese Vereinbarung ist im März veröffentlicht worden, ja. Eine gemeinsame Zielvereinbarung vom Bundeswirtschaftsministerium und dem DGB. Die Vereinbarung ist wahrscheinlich nicht perfekt, aber die Vereinbarung hat viele wesentliche Positionen drin, die der DGB-Beschluss vom Mai hat, der sehr, sehr kritisch sich positioniert hat. Diese Veröffentlichung heute, dass gesagt wird, dass der DGB angeblich für die Freihandelsabkommen ist, entspricht nicht der Wahrheit. Und diese Veröffentlichung hat genau einen Grund. Am Samstag ist der SPD-Parteikonvent. Auf dem SPD-Parteikonvent gibt es mehrere kritische Anträge zu TTIP und CETA. Und damit sollen Delegierte verunsichert werden, dass der DGB angeblich abschwenkt. Ja, also da, um das mal klar zu machen. Und ich kann es gerne zitieren, in modernen Zeiten von Smartphones ist das ja alles möglich. Also wie gesagt, die Gewerkschaften positionieren sich weiter kritisch. Das gilt für Verdi ohnehin, das gilt aber auch für die IG Metall. Also die hat heute nämlich eine Pressemitteilung rausgegeben, sicherlich auch in Reaktion auf diese Veröffentlichung. Da heißt es, wird halt der IG Metall-Vorsitzende Detlef Wetzel zitiert, Freihandelsabkommen dürfen weder Arbeitnehmer noch Verbraucherschutz, Sozial- und Umweltstandards gefährden, sagt Wetzel. Wir lehnen jede Art von Investitionsschutzabkommen ab und erwarten, dass alle ILO-Kernarbeitsnormen von der US-Seite unterzeichnet werden. Ist auch nur einer dieser Punkte zweifelhaft, sagt die IG Metall Nein zu den TTIP- und CETA-Verhandlungen. Es genüge nicht, wenn versichert werde, Arbeits- und Sozialstandards seien nicht Gegenstand der Verhandlungen, sie stünden nicht zur Disposition und es dürfen keine Verschlechterungen geben. Fakt ist, Handelsliberalisierung führt zu mehr Wettbewerbsdruck, auch und gerade auf Arbeits- und Sozialstandards. Die IG Metall erwartet, dass die Bundesregierung den aktuellen Entwurf zum Handelsabkommen CETA mit Kanada ablehnt und dies auch auf EU-Ebene durchsetzt. Also ich glaube, wie die Gewerkschaften sich positionieren, sollte damit, glaube ich, klarer sein. Jetzt gibt es aber trotzdem eine kritische Zwischenfrage von der viel kundigeren Kollegin Ulrike Herrmann. Bitte. Tut mir leid, dass ich mich hier einschalten muss, aber ich arbeite ja eigentlich im Hauptberuf als Journalistin und auch genau zu diesen Themen. Und wenn es so wäre, dass der DGB in der Süddeutschen Zeitung falsch zitiert ist, was die ja jetzt sagen, dann würde ich erwarten, dass der DGB am nächsten Tag eine Pressemitteilung macht und sagt, er sei falsch zitiert worden. Das genau ist aber nicht passiert. Dass die IG Metall, Herr Wetzel, jetzt sagt ja, wir sehen das anders als der DGB, das verwundert ja keinen, weil Herr Wetzel das vorher ja auch schon gesagt hat, dass er gegen TTIP ist. Also sozusagen, was man doch jetzt als Journalist feststellt, ist, der DGB macht eine eigene Politik. Es ist aber nicht so, dass die jetzt sagen könnten, der DGB in Form von Herrn Hoffmann sei noch gegen TTIP. Da, finde ich, verwirren Sie hier so ein bisschen das Publikum, um das mal hart zu sagen.
Und ach so, was man vielleicht noch sagen sollte, was die Sache natürlich ein bisschen bekannt macht, Herr Hoffmann war ja 16 Jahre lang in Brüssel und hat natürlich sehr stark diese EU-Sicht auf Dinge. Also ich als Journalistin würde schreiben, Gewerkschaften streiten sich. Ich würde die Kritik am DGB würde ich teilen. Aber ich würde sagen, dass es wichtig ist, dass für die gewerkschaftliche Positionierung, die wirkungsmächtig wird, ist, glaube ich, auch zentral, was die großen Einzelgewerkschaften wollen. Das ist, denke ich, entscheidend. Und wenn IG Metall und Verdi da sich abstimmen können, dann ist das die gewerkschaftliche Position. Dann können wir gerne kritisch darüber diskutieren, was Herr Hoffmann denkt. Aber ich glaube, für die gewerkschaftliche Positionierung ist das das Entscheidende, was die beiden großen Einzelgewerkschaften wollen. Ja, da müsste ich jetzt nochmal mit unserer Presseabteilung reden, aber eigentlich wären wir da in der Pflicht, uns mindestens genauso zu positionieren wie die IG Metall. Also von Verdi-Seite gibt es eigentlich keine Hemmnisse und keine Bedenken. Ich sag mal, diese kritische Positionierung auf dem DGB-Bundeskongress zum Thema Freihandelsabkommen ist wesentlich von Verdi gepusht worden. Und dass die DGB sich jetzt auch kritisch zu CETA positioniert, ist auch stark von Verdi in den internen Gremien gepusht worden. Ja, genau. Das war ja jetzt erstmal alles nur zur Pressemitteilung und der aktuellen Tagesaktdiskussion. Eigentlich wollte ich auch noch was zu TISA sagen, genau. Also das war exzellent wirklich, was Sanja da gesagt hat, hat man auch nochmal viel gelernt. Und viele Sachen sind aber sicherlich auch Positionen, die uns wichtig sind, die wir auch in Orientierung an die PSI-Positionen halt auch formuliert haben. Also etwa die Kritik an diesen Sperr- und Stillstandsklauseln, die möglicherweise halt Rekommunalisierung verhindern. Generell die Kritik, betrifft jetzt auch nicht nur TISA, sondern das betrifft generell Freihandelsabkommen, dass auch wir klar sagen, öffentliche Dienstleistungen haben in diesen Abkommen nichts verloren. Und da sind halt in der Tat die Aussagen, wie sie von der Bundesregierung getätigt wurden in der Antwort auf die Linke oder auch von Herrn Gabriel in Fernsehinterviews, dass die öffentliche Daseinsvorsorge nicht Gegenstand der Verhandlung sei, das stimmt schlicht und einfach nicht. Es wird über alle möglichen Dienstleistungsbereiche verhandelt. Und wenn man sich die Liberalisierungsangebote, die die EU unterbreitet hat, ja, dann stimmt es, dass sie bestimmte Bereiche ausschließen wollen, ja, also öffentlich finanzierte Bildung, öffentlich finanzierte Gesundheit, öffentliche Wasserversorgung. Es gibt aber relevante Bereiche der Daseinsvorsorge, also zum Beispiel Abwasserentsorgung oder Abfallwirtschaft, wo die EU explizit Liberalisierungsangebote unterbreitet. Ja? Also von daher kann da keine Rede von sein, dass die Daseinsvorsorge nicht Gegenstand der Verhandlung ist. Und was von der amerikanischen Seite kommt, ist natürlich dann nochmal eine andere Frage. Und interessant fand ich die Ausführung zum Thema Finanzdienstleistung in TISA. Und wer ist da Treiber? Interessant ist ja, dass im TTIP die EU eigentlich ein ganz, ganz großes Interesse hat, auch über Finanzdienstleistungen zu verhandeln, dass es aber nicht geschieht, weil die Amerikaner das blockieren, weil die USA durchaus wahrscheinlich auch mit gutem Grund sagen, wir haben hier eine der paar Erfolge, die die Obama-Regierung für sich reklamieren kann. Sie haben im Anschluss an die Finanzmarktkrise einige Regulierungen durchgesetzt und die EU ist eigentlich sehr viel stärker ein Pusher zugunsten halt von weiterer Finanzmarktliberalisierung. Und da sind sicherlich auch, dass Deutschland so wahnsinnig toll reguliert hätte, den Finanzmarkt nach der Krise, würde ich so nicht unterschreiben. Ja, die Leerverkäufe wurden verboten, okay. Viel weitere Beispiele würden mir jetzt aber auch fast nicht einfallen. Aber in der Tat, das, was da jetzt in dem geleakten Dokument vorgelegt wird, da heißt es dann etwa, dass ähnlich wie im WTO-Übereinkommen die EU will, dass prinzipiell jede neue Finanzdienstleistung angeboten werden darf. Und ich meine, was ist denn das bitte schön für eine Position vor dem Hintergrund der Finanzkrise, ja? Dass diese ganzen toxischen Finanzprodukte, die uns irgendwie um die Ohren geflogen sind, ja, das wird mit TISA sozusagen legalisiert. Also das kann nicht sein. Es gibt noch weitere Punkte, die ich ansprechen kann, aber das kann ich ja später auch noch machen. Um da mal drei Punkte einfach beispielhaft zu nennen, warum wir sagen, CETA geht gar nicht. Das eine ist vorhin diskutiert worden, der Investorenschutz, die Investorenschutzregelung, jetzt auch noch mit dieser legitimen Erwartung, ja, das ist natürlich absoluter Wahnsinn, aber unabhängig von der legitimen Erwartung lehnen wir solche ISDS lehnen wir komplett ab. Zweiter zentraler Punkt ist in der Tat auch da die Negativliste, ja, also wir lassen jetzt nochmal eine genauere Analyse erstellen,
zu dem CETA-Text, aber schon eine Auswertung, vorläufiger Dokumente hat eben klar gezeigt, dass dieser Negativlistenansatz zu unglaublicher Intransparenz führt und eben halt wirklich zu unglaublichen Schwierigkeiten zu erkennen, ja, welche Branchen sind wie betroffen, ja, das geht gar nicht. Das ist nämlich in der Tat auch völlig undemokratisch, wenn solche Prozesse so intransparent sind. Und der dritte Punkt, der für uns halt auch ganz wichtig ist, das sind die, da geht es um das Thema Arbeitsstandards und sozusagen die Einhaltung zumindest der ILO-Kernarbeitsnormen. Ja, also da geht es um Verbot von Zwangsarbeit, da geht es um Vereinigungsfreiheit und. Und Kanada hat von den 8 ILO-Kernarbeitsnormen 3 nicht ratifiziert. Also das sind schon mal sozusagen unabhängig von den weiteren konkreten Vertragstexten 3 Punkte No-Go, warum wir sagen, CETA geht gar nicht.